Geeignete Maßnahmen sind jetzt wie zum Beispiel im Fall dieses Erkrankten aus dem Landkreis, dass der Erkrankte isoliert wird. Der darf die Erreger nicht weitergeben. Also insofern eine Absonderung. Es müssen Kontaktpersonen ermittelt werden. Wir müssen also genau schauen, mit wem hatte die Person engen Kontakt, die dann eventuell selbst erkranken könnte. Enge Kontaktpersonen müssen isoliert werden und müssen täglich kontaktiert werden auf Symptome, auf Fieber, das sich entwickelt, um dann auch rechtzeitig untersuchen zu können, wenn sich Symptome entwickeln und dann möglicherweise diese Kontaktperson auch erkrankt. Das sind alles adäquate Maßnahmen, aber mit diesen Einzelmaßnahmen können wir momentan diese Einzelerkrankung wirklich auch gut in Schach halten. Wir müssen die Lage weiterhin beobachten, müssen schauen, gibt es weitere Verdachtsfälle, denen wir nachgehen müssen, wo haben die sich möglicherweise angesteckt. Und quasi analog zu dieser Person auch verfahren. Was überzogen wäre, ich habe es ja vorher gesagt, wäre jetzt zum Beispiel eine Schließung einer Schule oder einer Kita. Wir haben momentan keinen Anhalt dafür, dass irgendwie eine Infektion da in so eine Einrichtung reingetragen worden ist. Insofern sehe ich aus fachlicher Sicht keinen Grund, so eine Einrichtung auch zu schließen.